Danke, Grit. Als lieb werde ich nicht so häufig beschrieben. Willkommen im besten, allerbesten Deutschland aller Zeiten. Ich bin Colette, weder rechts noch links, einfach kritisch und denken geblieben. Mutter zweier sehr liebenswerter Töchter. Ich gehöre keiner Partei an. Und da man sich ja mittlerweile in Deutschland als was auch immer identifizieren kann, identifiziere ich mich heute als Flatterband. Auch wenn es Freitag ist, ist heute Freitag? Ja. Danke euch. Auch wenn es Freitag ist, ein Zitat. Die Wahrheit ist weder rassistisch noch faschistisch, weder rechts noch links, weder unangemessen noch nicht hilfreich. Die Wahrheit ist immer die Wahrheit. Und die Verbreitung der Wahrheit soll in unserem Land vehement verhindert werden. Da wird der arbeitende Mittelstand, der Stützpfeiler der gesamten Gesellschaft, einfach mal über Nacht als Nazis dargestellt. Wie unverfroren muss man sein, dass man diese knapp 20 Millionen Menschen, die durch ihren täglichen Fleiß hier alles am Laufen halten, so dermaßen diffamiert. Das Zentralkomitee war ein Kegelverein im Vergleich zu dieser Hampelbude. Alles, was nicht... Geil, ihr seid echt einfach zu unterhalten. Alles, was nicht in ihre Agenda passt, soll und muss niedergemacht werden. Normalerweise müssten sie über ihren eigenen hirnverbrannten, inlandsfeindlichen Zerstörungswahn den Kopf schütteln. Aber das geht natürlich nicht, wenn man bis zu den Schultern im Arsch der Amerikaner steckt. Ganz vorn dabei das öffentlich Entrechtete, das sich mittlerweile zu nichts mehr zu schade ist. In Dauerberieselung läuft nun das Propagandaprogramm rauf und runter, denn denen da oben geht so dermaßen der Arsch auf Grundeis. Und anstatt in Würde abzutreten, aber dafür müsste man ja welche haben, legen sie noch 20 Schippen rot-grün versifften Dreck obendrauf und zeigen uns... Und zeigen uns in Dauerschleife die Gratis-Mutveranstaltungen der Verstrahlten immer wieder zu sehen. Die ganz besonders demokratiefreundlichen Vermummten sitzend natürlich, langes Stehen wäre auch zu stressig für diese Dullis, die mit ihren Molotow-Cocktails schmeißen, die friedliche Menschen bedrohen und Angst und Schrecken verbreiten. Das ist das neue Normal und ein Korrektiv, die vom Staat und Bertelsmann finanziert werden. Bertelsmann, die größten medialen Unterstützer der Nazis. Da ihr ja nun mit eurer ungeheuer investigativen Arbeit bei der AfD fertig seid, so kurz vor den Wahlen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir warten gespannt auf eure tolle Arbeit zu Cum-Ex, Nord Stream, den verlorenen Unterlagen von Muschi von der Leyen bezüglich Pfizer und auf die Aufklärung zur Verfilzung des sogenannten Bauernpräsidenten Ruckwied, der sich für die kommenden Montag schon wieder in Berlin angemeldet hat. So aufopfernd dieser Mensch, denn auf keinen Fall fährt er dorthin, um wieder die Kontrolle zu haben, dass ja niemand dort steht und den Rücktritt dieser Hampelbude fordert. Es geht nicht mehr um den Agrardiesel. Es geht auch nicht mehr um die Besteuerung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, auch nicht um die Maut oder die CO2-Besteuerung. Wir fordern den Rücktritt dieser Inlandsvernichter. Wir haben eine Mauer. Wir haben eine Mauer zum Einstürzen gebracht. Da machen wir vor einer dreckigen Ampel keinen Halt. Aber wir, die wir friedlich und demokratisch auf die Straßen gehen, wir werden kriminalisiert. Grit hat es eben schon erwähnt. Wir werden als Nazis hingestellt. Wo leben wir denn? Und an alle, die selbst jetzt noch auf der Couch sitzen, gemütlich und meinen, sie wären nicht betroffen. Wo um alles in der Welt ist denn eure verschissene rote Linie? Wie viel wollt ihr denn noch ertragen? Was entscheidet ihr denn noch wirklich frei? Ja.
was ihr denken dürft, was ihr sagen dürft, womit ihr heizen dürft, welches Auto ihr fahren dürft, für wen ihr ungestraft Sympathien haben dürft, ob ihr es abartig finden dürft, dass kleine Kinder früh sexualisiert werden, ob ihr Krieg doof finden dürft, ob ihr es ungerecht finden dürft, dass unser hart erarbeitetes Geld nur noch ins Ausland verschleudert wird. Denkt darüber nach, was davon ihr wirklich noch frei entscheiden könnt, beziehungsweise laut sagen dürft. Und dann wisst ihr, wo wir angekommen sind. Wartet nicht zu lange. Wenn es keine Lebensmittel mehr gibt, die Heizungen kalt bleiben, dann geht es euch elementar an die Nieren. Ihr seid spätestens seit den Bauernprotesten, die längst zu Volksprotesten geworden sind, keine einfachen Schlafschafe mehr. Ihr macht euch zu Mittätern, wie in jedem Unrecht die schweigende Mehrheit all das Leid erst möglich gemacht hat. Wenn ihr keine Komplizen dieses Wahnsinns sein wollt, wenn ihr eine Zukunft möchtet für eure Kinder und Enkel und einen würdevollen Lebensabend für unsere Alten, die mit unermüdlicher Arbeit und viel Verzicht und Schweiß unser Land aufgebaut haben, ohne die wir heute noch immer in der Scheiße sitzen würden. Wenn ihr auch nur einen kleinen Funken Moral in euch tragt, dann steht auf, erhebt euch und steht mit uns gemeinsam gegen Korruption, kranke Ideologie, gegen die Zerstörung unserer Heimat, gegen die Zerstörung unserer Unternehmen, vom Dachdecker über den Transportunternehmer bis hin zum Landwirt. Ich möchte hier auf das Grund. Ich möchte hier auf das Grundgesetz Artikel 20 hinweisen, Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat. Ja, so steht's geschrieben, Leute. Absatz 2. Alle Macht geht vom Volke aus. Absatz 3, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Und jetzt der beste Absatz, Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Es steht geschrieben, dass es ein Recht ist. Wenn wir unser Land lieben, du hast Recht, dann ist es eine Pflicht. Welche Abhilfe hätten wir denn bei diesen Patex-Gestalten, die über das Volk hinweg regieren, als würde es nur als störendes Etwas existieren. Widerstand. Unser Widerstand ist legitimiert durch das Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Übrigens sind alle Artikel des Grundgesetzes in Berlin in Form von Stelen aufgestellt. Ratet mal, welcher Artikel als einziger fehlt. Richtig, Artikel 20. Ziehen wir doch mal eine kleine Bilanz. Am geilsten sind natürlich die Grünen. Ach, ich habe was vergessen. Bei allen Veranstaltungen, wo ich rede, gilt 3G. Grün geht gar nicht. Also am geilsten sind die Grünen, gegründet von 3 ranghohen Altnazis. Davon wurde sich niemals distanziert und seit den 80er Jahren Nummer 1 im Fordern von Straffreiheit für Pädophile und Pädosexuelle. Das kann man alles nachlesen. Die hirnverbrannte Frittenbude auf 2 Beinen hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Die amtierende Olympiaverliererin im Buchstabieren belehrt verhungernde Völker über die Relevanz von Feminismus. Prinz Mimimi, Mutti, die lassen mich nicht von der Fähre, erklärt in Davos, dass die Zeiten der freien Marktwirtschaft vorbei sind. Scheich Özdemir aus dem kotzegrünen Kalifat
heuchelt Verständnis für die Landwirte, nachdem er alles dafür getan hat, dass sie sich kaum noch über Wasser halten können, und unternimmt den nächsten perversen Spaltungsversuch, indem er dem geschundenen Volk den Agrarsoli unterjubeln will, auf das das Volk die Landwirte hassen möge, obgleich dieser Soli so verifizierte Auskunft eines Landwirtes ganze 3 Euro mehr beim Verkauf eines kompletten Rindes bringen würde. Nun denn, ihr lieben Bauer, beschäftigt euch schon mal mit Bitcoin und so weiter. Ihr werdet ja bald vor lauter Geld nicht mehr aus den Augen schauen können. Aber auch die Antisozialdemokraten sind gut dabei, Nuschel Heinrich Pistorius, seines Zeichens Kriegsminister vor dem Herrn, verteidigt 8 Milliarden für die Ukraine, in der zeitgleich noch nie so viele Luxusfahrzeuge angemeldet wurden wie im letzten Jahr. Und Rainbow Mom Fancy Naser ist so tief in die linksradikale Szene verstrickt, dass man dies wegen der Gefahr der inneren Sicherheit nicht offenlegen darf. Beratend steht ihr dabei ein ehemaliger Stasi-Führungsoffizier zur Seite, den sie höchstpersönlich als Berater ausgewählt hat. Und möchte gern Napoleon, Olaf der Vergessliche, läuft durch die Welt, als würde er sich als winkende Grinsekatze identifizieren und kann sich je nach Bedarf erinnern oder eben nicht. Und über die FDP kann man schon gar nichts mehr sagen. Die glänzen ja nur noch durch unterirdisches Verhalten. Buschmann senkt die Strafen für überführte Verbreiter von Pädophilie. Und Lindner hat mal kurz 5 Minuten Zeit für eine Demo. Dann zurück vor den Spiegel für die elementarste Frage aller Zeiten. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Lügner im ganzen Land? Das ist keine Regierung. Das ist eine Katastrophe. Das sind Sätze, furzende Klappspaten. Und so sieht es mittlerweile in unserem Land auch aus. Das Volk steht auf, endlich, längst überfällig. Und deswegen ist es kein Bauernaufstand. Es ist ein Volksaufstand. Wir fordern den Rücktritt dieser Hampelbude. Das ist keine Umsturzfantasie. Das ist unser demokratisches Recht. Sie haben uns alles Mögliche versprochen und Sie haben genau das Gegenteil davon gemacht. In der Wirtschaft nennt man das Vertragsbruch bzw. Betrug. Sie haben sich an kein Versprechen gehalten. Sie haben sich nicht an Ihren Eid gehalten, alles zum Wohle des deutschen Volkes zu tun. Sie arbeiten, und zwar nicht aus Dummheit, sondern mit Vorsatz daran, unser Heimatland zu zerstören. Eine Regierung, die so vehement gegen das eigene Volk arbeitet, eine Regierung, der jedes Mittelrecht ist, Menschen zu diffamieren, koste es, was es wolle. Eine Regierung, die sich so unfassbar weit von jeglichen Regeln eines respektvollen Miteinanders entfernt hat. Eine Regierung, die so sehr in kriminelle Machenschaften verwickelt ist und noch nicht mal im Ansatz daran denkt, den Hut zu nehmen. Eine solche Regierung gehört gefeuert, und zwar geschlossen. Ja, wir sind das Volk. Wir sind der Souverän. Habt keine Angst vor dem, was danach kommt. Habt Angst vor dem, was schon ist und was danach noch kommen wird, wenn die an der Macht bleiben. Lasst uns zusammenstehen. Lasst die Spaltung nicht zu. Bei jedem Post, den ihr seht, denkt immer daran nach, wer profitiert davon. Denkt daran nach, wenn Ruckwied auf der Bühne steht, dass er im Aufsichtsrat der staatlichen KfW-Bank sitzt, zusammen mit Özdemir und Habeck. Was kann man denn da erwarten? Haltet zusammen, steht zusammen, lasst die Spaltung nicht zu. Wir müssen diesem unerträglichen Wahnsinn ein Ende bereiten. Wir brauchen keine Brandmauer gegen rechts, denn wir sind die einzig notwendige Brandmauer, und zwar gegen Blöd, gegen Zerstörung, gegen Korruption und gegen Machtgeilheit. An diese Volkstreter unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin: Ihr seid unsere Angestellten, und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert.
möchte allen im Land danken, die aufstehen. Ich möchte den Bauern danken, die mit ihren Mahnmalen gegen den Wahnsinn durch das Land unterwegs sind, aber auch den Transportunternehmern, den privaten Personen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich sage euch eins, ich habe noch nie so viele gestandene, wunderbare Männer weinen sehen. Und es war herzzerreißend. Und ich danke auch denen, die mit kleinen Plastiktraktoren mit ihren Kindern unterwegs waren. Auch das herzzerreißend, Tränen in den Augen. Leute, wir müssen weitermachen. Wir dürfen nicht aufgeben.